Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier in Garderol Deluxe. Wir spielen Mars Horizon, ein Spiel, in dem wir unser eigenes Weltraumprogramm aufbauen. Dabei geht es aber nicht so sehr um die physikalische, über den physikalischen Bau von Raketen, so wie zum Beispiel Kerbal Space, sondern eher so ein bisschen um den Management-Teil. Und ich habe überlegt, ob ich das auf dem Hauptkanal, also auf dem Garderol-Kanal bringe, weil man könnte ja sagen, es ist eine Simulation, aber ich glaube, wir werden uns hier so ins Detail fuchsen, dass das Spiel hier auf jeden Fall besser aufgehoben ist. Hinweis an die Unterstützer auf Garderol Plus. Ihr bekommt die Folgen, sobald sie aufgenommen sind, dann im Laufe des heutigen oder morgigen Tages. Wie immer wünsche ich euch auch da schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Es ist nur eine Demo-Version, das heißt, allzu weit können wir sowieso nicht spielen. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir legen los mit der Europäischen Space Agency, würde ich sagen, passt ja am besten zu uns. Europas Weltraumbahnhof, das ist natürlich auch ein bisschen falsch. Warte mal, was denn? Die ESA hat, glaube ich, in Guyana, ne? Guyana. Guyana Espace Space Center. Und wir können ja auch die Eigenschaften festlegen. Da wir jetzt nicht allzu lange spielen, würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal was, wo wir, machen wir mal Baukosten, Fahrzeugbaukosten, Belohnung für gemeinsame Missionen, Erreichen von 3 Meilensteinen, 20 Wissenschaftsbelohnungen mit Besatzung, da werden wir so viel wahrscheinlich gar nicht haben. Startkompetenz. Ja, Bahn, die... Machen wir mal Nutzlastbaukosten. Machen wir mal so. Tutorial machen wir aus und wir spielen, ich würde sagen, auf Mittel. Ja, wir wollen ein bisschen Herausforderung haben. Wir haben uns schon hier rein fuchsen wollen. So. Ja, und das ist unser Bildschirm, unser Main-Menu-Bildschirm. Wir haben die Erde, wir haben unsere Forschung und ich würde sagen... Das Ziel unseres Projektes hier in Garderol Deluxe soll es sein, dass wir nach Möglichkeit die anderen Space Agencies ausstechen. Dazu müssten wir als erstes mal einen erfolgreichen Teststart machen. Wir sehen hier, das sind die anderen Space Agencies. Die haben entsprechend noch nichts erreicht. Wir natürlich auch noch nicht. Und die Anforderung an die erste Mission steht dann hier. Wir müssen erstmal für diese Mission... Da haben wir die erforderlichen Forschungen bereits abgeschlossen. Das heißt, wir könnten diese Mission bereits planen. Anfragen gibt es noch keine. Dann gehen wir hier drauf und dann bauen wir auch schon unsere erste Rakete. Und das wäre in dem Fall eine Höhenforschungsrakete. Und da sehen wir folgende Probleme. Also wir können hier die Standardbauteile nehmen, aber da sehen wir hier so ein gelbes Symbol. Das heißt, uns fehlt erstmal eine kleine Startrampe. Trotzdem, die Rakete hat 2 Monate Bauzeit. Das würde ich erstmal so bestätigen. Und dann wird also die Rakete schon bei uns gebaut. 64.000 ist in 2 Monaten fertig. Bedeutet aber, uns fehlt eine Startrampe. Und dazu können wir jetzt, also hier würden wir dann die aktive Mission wieder sehen. Dann gehen wir jetzt mal hier auf Basis. Und da ist unsere kleine, ja, unser kleines ESA-Zentrum oder wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Und kann man, glaube ich, dann auch mit eigenen Grafiken machen und so. Und wir brauchen eine kleine Startrampe. Die sehen wir aber. Haben wir nicht. Müssen wir erforschen. Deswegen nehmen wir auf Forschung. Und wenn wir jetzt unseren KI-Gegnern voraus sein wollen, können wir auch direkt schon hier künstlicher Satellit erforschen. Das wäre dann der nächste Milestone. Ich würde sagen, erstmal eine kleine Startrampe, damit wir überhaupt loslegen können. Dann sehen wir hier, benötigt 10 Forschungspunkte und wir bekommen im Moment hier 11 pro Monat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, im nächsten Monat wäre die Startrampe erforscht. Gehen wir einfach mal hier auf nächstes Event. Die Erde dreht sich weiter, natürlich. Und da haben wir es auch schon. Startrampen sind eine wesentliche Dienststruktur für die Trägerraketen, die Wartungsarbeiten ermöglichen und Daten über die Trägerrakete vor dem Start liefern. Oh, die können wir jetzt mal bauen. Und dann würde ich sagen, hier bauen wir mal eine kleine Startrampe. Ne? Oh, gucken wir mal.
Das verbindet nicht mit dem, aber verbindet mit dem. Und wenn wir das jetzt so machen, dann sehen wir auch, dann kriegen wir einen negativen Effekt. Minus 1% Nutzlastfähigkeit. Also auf solche Sachen müsste man achten. Wir bauen die mal hier hinten hin. Gut. Und damit ist es erforscht, können wir die nächste Sache erforschen. Jetzt können wir hier im Gebäudetree weitergehen, aber wie gesagt, ich will den Wettbewerb ausstechen, deswegen erforschen wir halt die nächsten Missionen direkt, weil dann wissen wir auch, wenn wir die Missionen erforschen, welche Bauteile wir dafür erforschen müssen. Bevor eine Nutzlast in die Umlaufbahn geschossen wird, ist es unerlässlich, die Abschussanlagen der Agentur mit suborbitalen Flügen zu testen. Diese Höhenforschungsraketen werden eine Reihe von Sensoren und anderen Experimenten mitführen, haben aber nicht die Kraft, eine Umlaufbahn zu erreichen. Das ist das, was wir jetzt als erstes gleich machen werden. Und hier, das würde ich jetzt sagen, erforschen wir, ist der künstliche Satellit. Ein wesentlicher erster Schritt in jedem Weltraumprogramm. Die erste Agentur, die einen Satelliten in eine stabile Umlaufbahn der Erde bringt, wird schon früh eine prominente Führungsrolle im Space Race übernehmen. Das heißt, das werden wir natürlich erforschen. Insgesamt sind nur eine Ära im Moment in der Demo freigeschalten und wir bekommen, wenn wir hier das komplette Set freischalten, in der Ära weitere Boni bei den Fahrzeugen, zum Beispiel zusätzliche Kompetenz beim Startsystem. Ihr seht, das ist sehr viel Friemel und so weiter. Ich glaube, das wird im Garderobe-Kanal aufgrund der mangelnden Geduld teilweise gar nicht so gut funktionieren. So, also Forschung ist angelegt, Rakete ist im Bau. Die anderen Länder sind auch noch nicht so weit, wenn wären wir im Moment der Erste. Wir warten aufs nächste Event und da ist die Startrampe fertig gebaut und ebenfalls fertig. Unser Teststartfahrzeug ist fertig. Unsere Ingenieure haben berichtet, dass der Bau der Trägerrakete ohne nennenswerte Probleme abgeschlossen wurde. Kein Effekt. Zuverlässigkeit 30%. Natürlich, wir haben natürlich noch keine Kompetenz. Wir können später bei Starts hier dediziert im Training Komponenten hinzufügen, die es uns ermöglichen, einzelne Trainingsaspekte zu verbessern. Haben wir aber noch nicht erforscht. Ja, und wir sehen, auch unsere Wettbewerber haben noch keinen Starttermin festgelegt. Wenn wir also jetzt direkt hier im April starten, spricht nichts dagegen. Wenn wir später noch weitere Forschung haben, würden wir mit jedem Monat hier noch Boni bekommen. Je länger wir warten, desto mehr wird dann noch darum gewerkelt. Aber wir wollen natürlich die Pioniere sein. Bestätigen das Mission Setup und das heißt, im nächsten Monat geht sie ab, die Rakete. Und ich würde sagen, dann warten wir auf das nächste Event. Und da geht's auch schon los. Direkt die passende, spannende Musik im Hintergrund. Teststart, bereit zum Starten. Wir haben ein optimales Datum. Es wurde kein Training festgelegt, das habe ich schon gesagt. Und 30% Startvorbereitung. Die ESA wäre letztlich die erste. Dann schauen wir mal. Da sind wir jetzt im Mission Control. Ich weiß nicht, warum das gerade so ruckelt. Das hat es eben, als ich mal kurz reingeschaut habe, nicht getan. Und da ist die Startbasis. Und unser Soth startet im April 1957 von unserer kleinen Mini-Startrampe. Hier unsere kleine Testrakete. Ist schon sehr schnubbelig. Wir haben ganz gute Bedingungen. Das spielt uns zu Pass. Das sehen wir hier. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel Regen oder Gewitter oder irgendwas hätten, würden die roten Balken sich weiter rüberschieben. Tja, dann würde ich sagen, wir legen los und starten das Ganze. Verschieben müssen wir nicht. Mit der Musik, das hat ja perfekt gepasst, ne? Okay, sie ist schon mal abgehoben, ist nicht beim Start explodiert. Jetzt kann sie natürlich noch auf dem Weg nach oben explodieren. Sieht gut aus. So, was kriegen wir hier raus? Schäden an den Systemen. Minus 25% der Belohnung kriegen wir nur. Okay, weil natürlich, das hat nicht so gut performt. Aber wir sehen jetzt hier bei den einzelnen Aspekten, also hier, das ist, glaube ich, die Zuverlässigkeit. Da steigt natürlich jetzt unsere Erfahrung. Und wir waren der Erste, der diesen Flug hier vollzogen hat. Ja, da können die anderen schon mal ganz doof gucken. Das Schöne ist, wir kriegen jetzt Bonusforschung. Die bringt uns natürlich auch jetzt nicht nur, dass wir jetzt auch mehr Ansehen haben, also hier dieses Ranking, ist im Moment Rang 1, davon hängt die finanzielle Unterstützung ab, wenn der Staat dann sagt, naja, das Raketenprogramm, da geht es ja irgendwie nicht voran und so weiter. Und so weiter.
Ja, künstlicher Satellit wäre die nächste Aufgabe. Wir sind hier auf jeden Fall bei der E1 und wir haben noch keine Anfrage bekommen. Das heißt, ich würde sagen, wir warten einfach mal auf den nächsten Monat, beziehungsweise auf das nächste Event. Das wäre dann wahrscheinlich hier die Forschung. Genau, künstlicher Satellit, Forschung komplett. Und damit beginnt bei uns die Ära 1 der Raumfahrt. Mit dem Fortschritt der Raketentechnologie wächst auch die Aussicht, über die Grenzen unseres Planeten heraus zu forschen. Doch die Öffentlichkeit fragt sich weiterhin, ob die noch jungen Agenturen die Gefahren der Raumfahrt überwinden können. Wir haben den Mond freigeschalten und der kriegt natürlich auch Aufgaben. So, bevor wir jetzt uns in die nächste Forschung stürzen, schauen wir, was brauchen wir, um die künstliche Satellitenmission zu machen. Wir brauchen bei den Fahrzeugen diese beiden Booster. Die müssen wir freischalten. Und wir brauchen die SRO-2B. Das ist sozusagen die Nutzlast. Die würde ich jetzt als erstes mal erforschen. Hat das einen Sinn, dass ich das als erstes mache? Ich glaube nicht, ne? Ja, die Booster, da könnten wir schon mal andere Missionen mitmachen. Keine Ahnung. Aber wir haben im Moment keine anderen. Das heißt, wir könnten theoretisch nochmal einen Teststart machen, einfach um unsere Fähigkeiten zu verbessern und um weitere Forschung einzusammeln. Oder wir können das Geld sparen und dann in unser Equipment investieren. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Monat rein. Und da sehen wir, die Forschung an der SRO ist komplett. Und dann würde es hier weitergehen mit Dingen, die sich in Richtung Mond bewegen, sagen wir so. Wir können auch mit Gebäuden Boni freischalten. Hier hätten wir dann bei der Missionsauswählung die Möglichkeit, dass bei der Missionsauswahl, das ist eine Fenster, habe ich euch eben gezeigt, dass wir zusätzliche Forschungspunkte bekommen können. Und das sind hier die drei Typen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch eine Forschungslaborerweiterung. Da würden wir jeden Monat weitere 5 Forschungsfläschchen bekommen, die wir dann entsprechend ausgeben können fürs Lernen. Mission Control ermöglicht uns, mehrere Missionen gleichzeitig anzunehmen, aber haben wir noch niemals eine angenommen. Das heißt, ich würde jetzt weiter daran arbeiten, dass wir hier mit unserer Raketentechnik weiterkommen. Und ja, einen Testflug würde ich jetzt nicht machen, ich würde einfach aufs nächste Event warten. Und dazu machen wir den hier. Und ja. Den würde ich jetzt noch abwarten und dann würde ich die Mission auch schon planen. Wir können allerdings auch einen Testflug machen für Höhenfotografie, während die Rakete im Bau ist. Aber dann blockieren wir uns alles andere mit, ne? Ja, lieber nicht. Und dann würde ich sagen, hier geht es weiter mit dem Algol-Booster, während wir hier planen. Ja, und siehe da, die Chinesen haben es tatsächlich als Zweiter geschafft, die Russen als Dritter. Die Japaner sind noch unterwegs und auch die Amis. Und wir planen hier schon unsere nächste Mission. Ja, um diese Mission zu vervollständigen, brauchen wir eine Missionsnutzlast, so wie es aussieht. Dann wählen wir die doch einfach mal. Für 80.000 können wir die herstellen. Müssen wir ein bisschen eben auf das Geld achten. Dann sehen wir hier, was wir alles machen müssen. Da kommen wir dann gleich zu. Nehmen wir mal und bestellen die. Wurde genehmigt und ist dann im November fertig in 2 Monaten. Forschung läuft. Und die Nutzlast ist fertig. Da haben wir sie. Plus 25% Baukosten, minus 25 Belohnungen für die Wissenschaft. Okay. Na, das ist ja, ja, wir haben was Wunderbares gebaut. Und wir brauchen eine neue Rakete. Ja, und jetzt fangen wir an, die Rakete zu bauen. Wir haben ja jetzt erforscht hier die Topaze Level 0. 60% Zuverlässigkeit ist natürlich ein Witz, ne? Das ist natürlich schon sehr wenig. Und dann müssen wir hoffen, dass die Booster stark genug sind. Wir haben 2 zur Auswahl. Beide ähnlich unzuverlässig und wir sehen, der eine Booster ist natürlich deutlich teurer, kann bis zu 1000 Kilo. Uns reicht aber der kleine, deswegen nehmen wir den kleinen. Wir wollen ja hier nur, ne, wir müssen jetzt erstmal hier, da müssen wir ja, ne? Genau. Und dann würde ich auch hier hingehen.
Ja, die Ariane-Booster zu erforschen ist natürlich jetzt auch Wahnsinn. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir hier auch mehr Forschung reinholen. Die Nase vorn haben wir ja bereits. Und da würde ich sagen, geht's los. Nächstes Event. Und jetzt kommt die Haushaltsprüfung. Genau. Waren wir erfolgreich? Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben Level Up gehabt. Und deswegen bekommen wir jetzt auch mehr Etat. Haben wir Glück gehabt. Wir hätten vielleicht noch ein paar mehr Missionen fliegen können. So, Forschungslabor ist auch freigeschaltet. Wir haben genug Geld. Das heißt, ich würde das direkt bauen. Und das ergänzt sich mit den beiden bestehenden Gebäuden sehr gut. Haben wir gerade gesehen. 2x plus ist sehr gut. Eine Raketenteststartrahme wird weitere strenge Fahrzeugmotorentests ermöglichen, die zur Zuverlässigkeit des Starts beitragen. Oder schaltet Missionstraining frei, Nutzlast Zuverlässigkeit. Ich würde sagen, wir machen die Starttests. Und warten aufs nächste Event. Und das dürfte dann der Raketenstart sein mit unserem Satelliten. So sieht es nämlich aus. Da ist unsere Rakete. Das ist, wie gesagt, die Spar-Rakete. Ganz kleiner Booster drin, ganz kleine Trägerlastkapsel. Und wir haben die Trainingssachen noch nicht freigeschaltet. Und hier seht ihr jetzt genau das, was ich meinte, was da passieren kann. Die Russen planen und die Chinesen planen das Ganze. Die Russen wollen die Chinesen überholen. Die USA haben schon erledigt. Nee, ich bin gerade verwirrt. Wir wären da immer noch die Ersten, ne? Im April können wir gar nicht starten. Da machen wir es hier. Ist ein bisschen blöd, weil das natürlich unsere ganzen Rampen und so weiter belagert und vor allem die Missionsslots. Deswegen sollten wir vielleicht wirklich einen zweiten Missionsslot bauen. In 4 Monaten wäre dann der Start. Ja, und dann würden wir als erste Nation oder als erster Kontinent, würden wir dann auch einen Satelliten aussetzen im All. Na gut. China wird es in 6 Monaten, dann wären wir immer noch vorher. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass uns hier nicht die Butter vom Brot genommen wird. Jetzt machen wir gerade das hier und dann würde ich aber wirklich hingehen und Mission Control bauen. Und dann geht es schon Richtung, ja, Tiere im Weltall oder Mondumlaufbahn. Ich würde es erstmal so lassen. Ja, und wir sehen uns wieder, liebe Leute hier in Garderobe Deluxe, in der nächsten Folge. Würde ich mich sehr freuen, hier von Mars Horizon. Na, der Name sagt ja auch schon, was vielleicht irgendwann das finale Ziel dieses Spiels sein wird. Euch danke ich für eure Daumen und Kommentare, die ich immer lese. Und für die Abos bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.